Moinsen, herzlich willkommen zu Part 1 des Universe Mode von WWE 2K22. Es ist schon ein bisschen was passiert, es gibt einen Part 0, in dem ich alle Einstellungen schon mal gemacht habe. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt, müsst ihr natürlich nicht, weil da mache ich nichts außer einstellen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die ungefähren Sachen, die ich gemacht habe. Zum einen habe ich NXT rausgelöscht. Das ist dazu da, dass das ganze Projekt ein bisschen schneller geht, weil sonst hätten wir drei Shows pro Woche und es würde wesentlich länger dauern, bis wir zu den Pay-Per-Views, also den Highlights kommen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich NXT mit allen Titeln rausgelöscht. Hab dann aber sehr viele von NXT, die in dem Spiel noch bei NXT waren, wie zum Beispiel Walter, der in dem Spiel noch Walter heißt und nicht Gunther. Wie Walter, Tommaso Ciampa und so, die habe ich alle drin, die sind alle bei SmackDown jetzt. Und die Titel habe ich ebenfalls geändert und da zeige ich euch mal ganz kurz, wie. Und zwar zeige ich euch das am besten eigentlich hier. So, da haben wir nämlich zum einen WWE Champion ist Brock Lesnar, United States Champion ist The Miz, Tag Team Champions von Raw sind Matt Riddle und Randy Orton, also RK Bro. Raw Champion ist Bianca Belair und die Women's Tag Team Champions sind Naomi und Sasha Banks. So, bei SmackDown haben wir folgende Titel. SmackDown Champion ist Roman Reigns, Intercontinental Champion ist Walter, SmackDown Tag Team Champion sind die Usos und Liv Morgan ist die Women's Tag Team Champion. So, soweit dazu. Das Projekt hier wird so ablaufen, wie das vor 8 Jahren immer ablief, wenn ich Universe Mode gezockt habe. Ich mache pro Video immer eine Folge. Das heißt, in diesem Video hier werden wir uns jetzt diese Raw-Folge hier angucken. Beim nächsten Mal dann SmackDown, dann gibt es wieder Raw, SmackDown und dann gibt es irgendwann das Pay-Per-View. Und ich mache es immer so, dass ich alle Spiele simuliere, bis auf das letzte, also das Main-Event, und das gucke ich mir immer an. Und genauso werde ich das jetzt eben hier machen. Hier gibt es heute insgesamt 9 Matches. Die ersten werde ich alle simulieren, das letzte werde ich mir angucken. Das heißt, ich werde die KI das Spiel austragen lassen und kommentiere das dann einfach nur. Und bei den Pay-Per-Views, dort werde ich dann jedes Match zeigen. Jetzt ist es so, ich habe noch keine Rivalitäten eingestellt. Ich habe gedacht, wir starten erstmal, also hier bei Rivalitäten, da ist noch nichts. Ich habe gedacht, wir starten erst einfach mal rein und gucken, was passiert. Und dann gehe ich erst in die Rivalitätengeschichte. Das macht das Spiel ja häufig auch von selbst. Zumindest war das mal ganz früher so. Und es kann beispielsweise auch sein, dass ich noch einen anderen Titel dazu nehme oder so. Das, ne, wird alles, muss ich erstmal gucken. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein in die erste Woche dieses Universe Modes. Ich hab Bock, würde ich sagen. Raw. Erstes Match, Liv Morgan gegen Asuka. Also quasi der Champion tritt an gegen Asuka. Kann ich hier überhaupt einzelne Matches simulieren? Geht das überhaupt? Hier steht nur alle Matches simulieren. Scheiße, geht das überhaupt? Matches bearbeiten. Matches bearbeiten. Main Event wird auch der WWE Champion dann gegen AJ Styles. Warum so viele Champions in Kämpfen? Es sind alles 1 gegen 1. Hier ist mögliche Rivalität, okay. Wie kann ich ein Scheißdreck Show beginnen? Ich will ja nicht alle Matches simulieren. Ich will alle bis auf das letzte simulieren. Cash-in ankündigen. Matches bearbeiten. Was passiert da? Dann kann ich einfach nur die Matches ändern, ne? RB will eingreifen. LB Einzug. Ein. Achso. Darf ich die überhaupt zeigen, die Einzüge? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich lasse die mal noch weg. Muss ich das bei jedem? Nee.
Eingreifen heißt, dass ich selber spiele, vermutlich, ne? Aber wie kann ich denn jetzt... Ich kann das nicht so machen, wie ich das eigentlich immer gemacht habe, glaube ich. Das ist ja mal schlecht. Scheiße. Ich klicke jetzt hier mal auf Show beginnen und guck, was passiert. Ja, das läuft jetzt, ne? Aber ich will mir ja nicht alle Matches angucken. Schwierig. Ja, willkommen zu Raw, meine Damen und Herren. Can't wait to get things kicked off. I've heard we've got some amazing matches in store. I'm excited as well, despite having to sit next to you, Seth, but that's how good this show's gonna be. Szenen überspringen, ja. Schlecht. Gut, es geht. Ach, Gott sei Dank. Das wäre auch bescheuert gewesen. Gut, ich kann die Einzelmatches simulieren. Sehr gut, aber ich müsste zuerst, glaube ich, einfach noch, ja, ich weiß, jetzt komme ich hier wieder raus, aber dein Fortschritt wird gespeichert und du kannst weiterspielen. Ja, ja, ich muss die Kommentatoren ausstellen, sonst geht's nicht. Das mache ich, ja. Komm, aha. Kommentar auf null. So, und jetzt geht's aber weiter, beziehungsweise los. Jetzt geht's los. Vielleicht denke ich auch, das rauszukatten. Show beginnen. So, also, los geht's mit Liv Morgan gegen Asuka. Sehr komisches Match, weil Liv Morgan Champion ist. Warum tritt, vielleicht gibt's das aber auch schon bevor, gab's das Match schon bevor ich Liv Morgan zu Champion gekrönt habe. Egal. Ich hoffe mal, dass Liv Morgan gewinnt. Wenn nicht, dann sehen wir vermutlich bald ein Titelmatch. Liv Morgan gegen Asuka. Entscheide, wer dieses Match gewonnen hat. What? Nee, das will ich ja nicht entscheiden. Das soll ja schon per Zufall. Ach, das geht auch. Sieg Asuka. Oha. Das geht schon gut los. Was haben wir hier? Verbündete Reaktion auf Publikum stolz. Aktuelle Rangliste. Wie? Na, egal. Okay, Rivalitätsmatch sehr stark. Das ist ja... Na, wie gesagt, da sehen wir, glaube ich, bald ein Match zwischen den zwei und dann geht es um den Titel. Da ging es ja hier nicht drum. Bobby Lashley scheint ganz schön viele Leute hier im Rücken zu haben. Aber gegen Keith Lee ist es natürlich trotzdem schwierig. Der ist ja jetzt nicht unbedingt einfach zu besiegen. Keith Lee hat auch gewonnen. Obwohl Bobby Lashley so viele Kumpanen dabei hatte. So, Damian Priest gegen Akira Tozawa, der ja momentan immer nur um den 24-7 Titel damit kämpft. Ja, und Damian Priest gewinnt auch. Den wundert's. Jeff Hardy gegen Kevin Owens. Alter, eigentlich ein unglaublich geiles Match. Und ist einfach in der Midcard von Raw. Aber gut. Kevin Owens gewinnt gegen Jeff Hardy. Da ist aber noch nichts von Rivalität zu spüren. Das ist natürlich jetzt auch so. Am Anfang ist dieser Universe Mode noch nicht voll mit Rivalitäten und sonstigem, ne? Die Spannungen, die sind natürlich später wesentlich höher, als es jetzt hier am Anfang ist. Aber natürlich muss man von Anfang an spielen und auch dabei sein. Sonst Apollo Crews gewinnt gegen Big E Langston. What? Okay. Rey Mysterio gegen Karrion Kross. Mögliche Rivalität. Rivalitätsmatch. Sehr stark. Und wer hat jetzt gewonnen? Rey Mysterio. Okay, Rey Mysterio gewinnt. Also gegen Karrion Kross. Seth Rollins gegen Finn Balor. Warum sind es eigentlich so viele Matches? Das ist ja eigentlich komplett krank.
War es nicht früher irgendwie immer nur 5? Seth Rollins gegen Finn Balor. Da gewinnt Seth Rollins, ist aber im Grunde genommen... Moment mal, warum war Liv Morgan überhaupt dabei? Die ist bei SmackDown. Das macht ja gar keinen Sinn. Das fällt mir jetzt erst auf. Und hier haben wir direkt eigentlich ein Main Event. Becky Lynch gegen Bianca Belair. Also irgendwie seltsam. Das sind nur krasse Matches. Würde denn echt nie so passieren. Aber gut. Bianca Belair gewinnt. So, und das schauen wir uns jetzt an. So, ich... Geht das überhaupt, dass ich niemanden spiele? Früher ging das immer. Du kannst Matches in einer Storyline bearbeiten. Das stand aber jetzt nur sehr kurz. Und jetzt? Ja. Spieler 1. Ich will ja gar nicht. Ach! Sehr gut, es geht. Guck mal, ich könnte auch Paul Heyman spielen. Wie geht's denn jetzt weiter? Ah ja. So. Dann... Schauen wir mal. Also, Brock Lesnar gegen... Shit. gegen AJ Styles und mein Scheiß-Controller verabschieden sich erstmal. Komm, jetzt... Scheiß-Wackelkontakt, Alter. Was ist denn? So, jetzt aber. Ja, ja. Boah. Sehr schöner Move von AJ Styles, ja, aber so schnell bekommt man Brock Lesnar natürlich nicht gepinnt. Das ist logisch. Ist das alles so schnell? Warum ist das alles so schnell eigentlich? Haben die sich früher auch so schnell bewegt? Nee, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles viel schneller, oh, böse, schneller ist als früher. Ja, Paul Heyman, der freut sich. Ja, jetzt gibt es ein paar Fäuste in die Fresse. Und da ist schon direkt das nächste... Ah, ich dachte schon, das nächste Cover. Naja, aber er probiert es mit einem Aufgabengriff. Aber AJ Styles kommt erstmal raus. Also Leute, ich habe aber wirklich... Schon wieder dieser Move, der ist ziemlich krank eigentlich. Ich habe wirklich Bock auf den Universe Mode. Und bin mal gespannt, was noch so alles passieren wird. Das war früher eigentlich immer geil. Mit Rivalitäten und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du halt wirklich... extrem viel Spannung auch in den Kämpfen, was hier momentan, muss man natürlich fairerweise sagen, noch nicht so der Fall ist, was aber einfach nur daran liegt, dass wir eben noch ganz am Anfang sind und es noch nicht viel passiert ist, aber im Laufe dieses Projekts könnte schon noch viel passieren, kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht die ein oder andere den einen oder anderen Wrestler zurückhole und return lasse oder sowas. Hatten wir früher auch mal drin. Es gibt ja auch viele erstellte Wrestler und so weiter. Aber zurück zum Kampf. Momentan eigentlich doch sehr ausgeglichen eigentlich. Oho, oha. Brock Lesnar lässt sich hier vom Publikum feiern. Auch eher ungewöhnlich für einen Heel. Obwohl, ist er bei uns überhaupt Heel? Das weiß man ja nicht, ne? Könnt ihr auch... Oh, direkt schon bis 2. Obwohl noch gar nichts passiert ist. Also keiner... Also Brock Lesnar ist jetzt niemand, der einfach so gepinnt werden kann. Oh, oh, oha. Sollte das der Phenomenal Forearm werden, oder was? Ah, und jetzt gibt's erstmal eine Reihe von Suplexen gegen AJ Styles. Und auch direkt das Cover im Anschluss. Aber AJ Styles kommt da raus, ja. Dann muss er doch noch ein klein bisschen mehr zeigen, Brock Lesnar. Und jetzt, gut, das wird's dann wohl vielleicht... Rope-Break. Da hat AJ Styles aber ganz schön viel Glück. Dass er da nochmal rauskommt. Jetzt ein Konter. Ja, Brock Lesnar hat das Ding noch nicht gewonnen. Auch trotz seines Finishers. Ja, aber natürlich... doch Pech, dass AJ Styles eben genau in der Ecke lag. Das ist schon klar, aber hier laden sich Finisher ja scheinbar auch sehr schnell auf, ne? Ich konnte ihn ja jetzt sehr schnell zeigen und warte, und das war vorher doch auch der Versuch, der Finisher-Versuch von AJ Styles, oder?
Nur Brock Lesnar hat es dann eben ausgekontert. Oha. Ja, jetzt aber. Und da ist er. Phenomenal Vorarm. 1, 2, 3. AJ Styles gewinnt. What? AJ Styles gewinnt. Besiegt einfach mal so Brock Lesnar, als wär's nichts. Das ist auch krank. Ja, man muss aber auch sagen, es war natürlich knapp, ne? Es war Matchbewertung der Zuschauer 3,5. Es war sehr knapp für AJ Styles. Im Grunde genommen konnte er hier nur gewinnen, weil er nach dem Finisher von Brock Lesnar in den Seilen lag. Und dadurch dann durch den Rope Break natürlich rauskam. Ne? Aber auch ein krasses Match, Alter. Im Grunde genommen muss man ja sagen. Also irgendwie waren nur Banger-Matches in dieser Matchcard. Ich meine, direkt davor war Bianca Del Air gegen Becky Lynch. Aber direkt mal Brock Lesnar gegen AJ Styles im ersten Part. Das ist schon cool. Aber die Matches sind auch sehr schnell vorbei. Ne? Das ist auch krass. Ich muss gucken. Ich war jetzt ein bisschen schnell eben mit diesem, ich darf die Intros nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich den Einmarsch zeigen darf. Das muss ich mal nachgucken. Aber ich habe irgendwie was gehört, dass ich das nicht darf aufgrund der Musik. Aber jetzt läuft ja auch gerade die Musik von AJ Styles, ne? Ich muss da mal nachgucken. Und vielleicht gibt es dann beim nächsten Mal den Einmarsch. Denn Brock Lesnar hätte ja einen Titel, ne? Was heißt jetzt eigentlich, was kann ich hier eigentlich machen? Nur verlassen, weiter geht ja nicht, ne? Okay, wieso funktioniert mein Controller jetzt schon wieder nicht? Hä, was ist denn mit diesem scheiß Controller los? Ich konnte aber gerade einfach nichts machen. Aha, jetzt geht's irgendwie. Hä, seltsam. Einfach mal weiter, mal gucken, wo wir hinkommen. Wahrscheinlich einfach zurück ins Menü, ne? Ich werde mir für die nächste Folge, in der wir genau das hier sehen, nämlich SmackDown, für die nächste Folge werde ich gucken, ob ich die Intros zeigen darf in den Videos oder nicht. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit SmackDown. Sie wird dann wohl im Main Event stehen, denke ich, Charlotte Flair. Jetzt muss ich aber gerade nochmal gucken. Die ist doch keine Titelträgerin jetzt, oder? Sondern das ist ja Liv Morgan. Gut. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in Part 2 wieder. Bis dann. Ciao.